Sie hat von der ersten Sekunde an alle mit ihrer Stimme in Band gezogen. Das gerade mal eine von den vielen Reaktionen nach dem Bendix Ostfinal Anfang Dezember. Es ist ein Wettbewerb, der junge Musiker aus der Ostschweiz sucht und die dann auch fördern will. Unter ihnen auch die Frau mit der faszinierenden Stimme, Triana Steinmann aus Appenzell. Hallo, Triana. Hallo. Bevor wir jetzt aber über deine Musik reden und die natürlich, lassen wir zuerst mal rein, wie das tönt. Darum lassen wir als erstes gerade deinen Song «Heart of Gold». Did you ever look in the mirror and say I'm okay? I saw you putting on makeup, covering your eyes, you were ashamed. There are people who say that you're not okay. Don't listen to them. You are what is shining out from the inside to the outside, and nothing more, more. It's your eyes and your soul. It's your smile that's your goal. It's not the sound of your jeans, it's just that what you want to be. You are more than just a body, you're more than just a toy. You are a spirit of a special human with a heart of gold. Big butt, big nose, big toes, a weird hair. Don't care, please don't think it's a nightmare. If you have small eyes and a bright smile, please don't cry, it's just you size. You're what is shining out from the inside to the outside, and nothing more, more. It's your smile, that's your goal. It's not the size of your jeans, it's just what you wanna be. You are more than just a body, you're more than just a toy. You are a spirit of a special human with a heart. Du hast mitgemacht am Bendix Ost, ein Wettbewerb, der ja eigentlich eher so für junge Musiker ist, wo man neue Talente entdecken will. Wenn man dir so zulässt, das tönt, als würdest du das ganze Leben nichts anderes machen. Wieso machst du dort mit? Ja, es war eigentlich recht eine spontane Aktion. Ich singe jetzt schon seit fast 10 Jahren. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt mal ein bisschen etwas anderes sehen und mal etwas anderes machen will, dann ja, sollte ich mich vielleicht mal an einen Contest anmelden. Und darum habe ich es dann auch gemacht. Selber die Entscheidung gekommen oder hast du externe Hilfe bekommen? Nein, ich habe mich selber dazu entschieden. Und der Marius Bär ist ja aus Appenzell. Genau, auch ein bekannter Musiker. Genau, und er hat dort mitgemacht. Und ich kenne ihn gut. Und dann habe ich gedacht, ja komm, ich probiere es auch. Also wegen ihm habe ich es eigentlich ein bisschen gemacht. Was hat er gesagt, du gesagt hast, probierst du es? Ich habe ihm es gerne erzählt. Aber als er dann da ein bisschen mitbekommen hat, hat er mega Freude gehabt. Er hat gesagt, das ist eine coole Sache und ja, ich soll es auch geniessen. Ja, kann man sich ja auch freuen. Und gratuliere ja. Übrigens, du Danke hast ja gewonnen aus diesen x Bewerbungen. Wie war es für dich, um nachher wirklich dort oben zu stehen, mitzumachen? Ich war auch mega nervös. Aber wo dann Severin und ich auf der Bühne gestanden sind, war es einfach mega cool gewesen. Und ja, es war schön, wie das Publikum auch mitgemacht hat und wie wir einfach Musik machen konnten. Es war super. So ein bisschen Blut geleckt, was anbelangt, zum live auftreten. Ja. Ja, ich habe noch nie von so vielen Leuten gespielt. Aber es war schön. Ja, es war schön.
Jetzt, wann gibt es den nächsten Auftritt? Ja, das könnte dann die Open Airs im Sommer. Davor habe ich noch einige Auftritte so, in verschiedenen Restaurants oder Clubs oder einfach so ein bisschen so Zeug. Aber vor allem Festivals dann im Sommer. Wo ich darf, dass ich gewonnen habe, dann spielen gehen. Genau, ist ja mit den Preisen, nebst den Fördergeldern, die du auch bekommst. Du sagst, du singst seit etwa 10 Jahren. Wie lange spielst du denn schon oder machst du deine eigenen Lieder? Meine eigenen Lieder schreibe ich seit etwa 4-5 Jahren. Ich habe im Gimmi mal ein Projekt gemacht, Songwriting. Und seitdem schreibe ich meine eigenen Songs und singe eigentlich auch nur noch eigene Songs. Also eigentlich fast keine Covers mehr. Von wo holst du die Inspiration? Er tut noch mega viel. vom Leben, von den alltäglichen Situationen, von anderen Musikern, von meinen Freunden. Ich glaube, da hat fast jeder Musiker gleich. Einfach so ein bisschen vom Umfeld. Wir haben gehört «Heart of Gold». Was hat dich denn dort inspiriert? Also in «Heart of Gold» geht es darum, dass jeder Mensch Herz aus Gold hat, beziehungsweise dass jeder Mensch was Gutes an sich hat. Und ich habe einfach das Gefühl, dass da viele vergessen und dass man schnell auf eine Person rumhackt, ohne Grund, und dass man das nicht vergessen sollte. Und dass das auch sehr wichtig ist. Hat irgendetwas dazu geführt, dass das so ein bisschen ausschlaggebend war, wo du gefunden hast, jetzt muss ich etwas dagegen machen oder jetzt habe ich das Bedürfnis, um meinen Song darüber zu schreiben? Es ist eigentlich nichts passiert. Es ist einfach so gekommen. Das ist bei mir immer so, ich plane nichts und es kommt einfach irgendwie. Also es ist nichts in meinem Leben passiert, wo gesagt hat, jetzt musst du unbedingt ein Lied über das schreiben. Es war einfach so ein Gefühl gewesen. Und das ist eigentlich immer so. Das Resultat aus dem Gefühl lässt sich durchaus hören. Ich persönlich finde es einen mega schönen Song. Du sagst, du schreibst über deine Gefühle. Über was beschäftigt dich denn da meistens? Ist das so eher so ein Herzschmerz oder... Es ist alles ein bisschen. Natürlich auch Herzschmerz. Ich glaube, das hat jeder Mensch. Wäre ja komisch, wenn nicht. Aber eben auch, ich habe ein Lied geschrieben, zum Beispiel für meine Freunde, wo ich an sie gewidmet habe. Und wie heisst das? Das heisst «Dear Friends». Ja, viel handelt es von der Liebe, vielleicht auch manchmal, wenn man traurig ist. Ich glaube, das sind halt auch einfach Themen, die jeder kann auf sich, oder ja, wo sich jeder wohlfühlt damit und wo jeder was damit anfangen kann. Und ja, es ist halt am einfachsten, um so Sachen zu schreiben. Du sagst, dir fällt es mega einfach. Du schüttelst es quasi aus dem Ärmel, kann man sagen? Ja, das vielleicht nicht. Ich hocke manchmal auch im Zimmer und finde die Worte nicht für das, was ich sagen will. Aber es ist sicher so, dass man einfach den Moment hat, manchmal, wo einfach alles kommt. Und wenn man Glück hat, dann verwünscht man den Moment halt gerade, wenn man am Klavier hockt. Du hast, glaube ich, schon mehrmals verwünscht. Ja, kann man so sagen, ja. Du hast jetzt recht viele verschiedene einzelne Songs draussen, viele auf Englisch, ab und zu auf Deutsch. Darf man von dir auch mal irgendetwas auf deinen Dialekt erwarten? Ich meine, Appenzeller-Dialekt ist ja sonst eigentlich ein schöner zum Lesen. Ja, ich habe es mal ein bisschen probiert. Ich muss aber sagen, es ist auch schwierig, um auf Dialekt zu schreiben. Okay. Weil ich das Gefühl habe, da verstehen dann halt auch viele Leute und dann muss man sich auch schön ausdrücken und deutlich. Und ja, ich habe, also es wäre cool, wenn ich mal könnte so einen Song schreiben auf Appenzeller Dialekt. Aber einfach kann man sagen, die Sprache, die du eigentlich redest, fällt dir schwieriger zum Schreiben wie eine Fremdsprache, wie Englisch? Ja, Englisch ist halt ein bisschen anonymer. Ja. Und in Englisch kann man sich wie noch so ein bisschen verstecken. Appenzeller Dialekt, ja. Es ist halt auch nicht so bekannt oder es gibt ja eigentlich nie, dass auf Appenzell Dialekt gesungen wird, außer in der Volksmusik. Ich wollte sagen, das ist ja dann also da, wo man aus dem Appenzell sonst kennt, Volksmusik und Marius Bär und jetzt dann vielleicht schon bald die. Gerade so, wäre ja auch ein Grund, um vielleicht doch mal auf Mundart zu singen? Ja, also wie gesagt, ich will es mal sicher probieren. Ich weiß einfach nie, was mir denn auch gefällt. Ja, ich habe das Gefühl, zu meiner Stimme passt das Englische und das Hochdeutsche etwas besser. Kann ich bestätigen. Passt gut. Ich weiss nicht, wie es anders stimmt, oder? Ja, okay. Du hast Gitarre heute dabei für uns. Wir werden nachher noch etwas hören davon hören. Wir haben gesehen im Videoclip, du spielst auch Klavier. Was spielst du noch? Ich habe mal noch Saxophon gespielt. Aber jetzt spiele ich eigentlich nur noch Gitarre und Klavier. Sonst spiele ich kein Instrument. So, wenn man eins kann, dann gehen die anderen einfacher.
Nein, würde ich nicht so sagen. Also Saxophon habe ich gespielt, als ich noch jünger war. Mhm. Und das ist komplett etwas anderes als Klavier. Und Gitarre ist nochmal ganz anders. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass ich einen Vorteil habe im Gitarrespiel, nur weil ich Klavier spiele. Und wir haben vorhin eine lustige Bemerkung gemacht. Du hast mir ja vor dem Tag gesagt, dass du eigentlich gar nicht weißt, was du spielst auf der Gitarre. Ja, ich habe Gitarre aber nie im Unterricht gelernt. Ich habe mir das selber ein bisschen beigebracht. Und ich habe darum nur so ein paar einzelne gehört und alles andere mache ich einfach mit dem Gehör, so wie es dann gerade tönt. Also ich könnte leider nicht sagen, wie viel ich gehört, dass ich hier spiele. Oder, ja. Es kommt einfach aus dem Gehör. So wie ja, auch deine Songs im Allgemeinen, so wie es mindestens tönt hat. Ich würde sagen, wir hören rein. Wir hören zum Schluss noch ein Lied von dir live eingesungen. Wie heisst es? «Fall in Love Again». Heisst, bist du frisch verliebt? Nein, selbst schon nicht. Das habe ich schon länger, das Lied. Und für wen hast du das geschrieben? Für keine spezifische Person eigentlich. In dem Fall danke, Rihanna Steinmann, für deinen Besuch heute hier bei uns im Studio. Sorry for destroying everything. I'm sorry that I fell in love with you again. I tried so hard not to, but I could get a bad bike and doubt I couldn't do. Now I have to push away all these feelings that I have for you. Cause sadly you said no. Maybe I should let you go, go, go. But I miss you so. The only thing that I can do now is to let you go. Even if it's so damn hard, and even if it's breaking my heart. I fell in love with you, and I know that any time in my life I will fall again. You trusted me, I trusted you. You told me everything. And I hope that maybe one day, maybe one day, everything would change. That I could call you mine, and you would call me yours. But it wasn't so, and I know it's not mine, and it is definitely not your fault. But sadly, you said no. Maybe I should let you go, 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 but I miss you so. The only thing that I can do now is to let you go. Even if it's so damn hard, and even if it's breaking my heart. Fell in love with you, and I know that any time in my life I would fall again. But I miss you so. The only thing that I can do now is to let you go. But even if it's so damn hard, and even if it's breaking my heart. I fell in love with you, and I know that any time in my life I would always fall again.